Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming with Ben und willkommen wieder zurück zu Lucid Dream. Ich hoffe mal, dass es nicht so schwer wird jetzt. Rätselraten, ne? Ich bin wieder voll und ganz dabei in der Materie. Kann jetzt sich nur noch wieder um Stunden handeln hier heute. So, da bin ich stehen geblieben, ne? Wunderbar, ich muss mal hier die Kamera ein bisschen anders machen. Gott, passt. So, was wollte ich jetzt machen eigentlich? Ich habe einen toten Baum hier, habe ich. Sagt eigentlich... Ah, okay, so. Jetzt bin ich mal gespannt. So, der Baum ist vertrocknet. Gut, alles klar, das ist uninteressant. Jetzt gehen wir mal auf... Auf das... Ah, kleiner Baum jetzt. Okay, alles klar. So. Zeit. Großer Baum jetzt. Okay. So, jetzt ist der Weg da frei. Ich habe mich nur ein klein bisschen informiert, aber auch nur um Sekunden leider. So, und mehr weiß ich auch. Und mehr weiß ich auch schon nicht mehr weiter. So, wie kommt jetzt hier die Treppe hin? Niemand hat sich um diesen Baum gekümmert. Er ist fast tot. Da haben wir die Wasserkanne. Und kann nichts machen, okay. So. Ist egal, ich will jetzt hier weitergehen. So, das Mais, wir drehen. Was ist das denn da unten eigentlich? Okay, alles klar, komisch. So. Irgendwas fehlt hier gerade. Wartet mal, irgendwas fehlt hier gerade. Der Baum. Ich habe es geschafft. Der Baum hat dieses Wasser gebraucht. Gut, alles klar. Jetzt machen wir nochmal auf Zukunft. Oh. Wo bin ich? Hilfe. Der ist ein bisschen groß geworden. Die Blumen sieht jetzt viel besser aus. Ja, viel zu groß. Hallo? Jetzt reichen die Wurzeln wenigstens soweit. Okay, alles klar. Da. Was für denn da? Achso, jetzt muss ich das wieder wegmachen. Okay, aber eins noch. Ich muss mal kurz gucken, ne? Ne, doch nicht. Keine Ahnung. So, ich habe irgendwas in einem anderen Video gesehen, da war das ein bisschen anders, aber ist egal. So. Jetzt machen wir wieder mal... So, was ist das hier? Läuft er oder kommt er oder geht er? Was eine seltsame Uhr. Oh, ein bisschen schon, ne? Ah! Check. Cool. Das ist doch hier, das sollst du da reinmachen. Oh, ja, mal rausgehen, so. Eine Giraffe. Jetzt wird spannend. Ist die Uhr noch zu irgendwas gut jetzt eigentlich? Oder soll das jetzt so sein? Oder? Aha. Gut, zum Glück kann man hier nicht sterben. So. Was ist das denn? Das Bild ist unfertig, okay? Und wenn wir jetzt in die Zukunft reisen, ist es vielleicht fertig. Keine Ahnung. Okay, alles klar. Was ist das denn? Was ist das hier? Okay.
Zukunft. Oh. Apple. Grüne Apple, die nehmen wir mit. Okay, aber was ist das denn hier? Da ist doch irgendwas. Was soll denn das hier sein? Das ist doch... Keine Ahnung, ich lasse es erstmal so. Wie bitte was? Aha, 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 aha. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Alles klar. Das sieht jetzt gar nicht gruselig aus. Nicht mal ein bisschen. Ja, ist alles schon gut. Und er kann natürlich noch sprechen, ne? Warum auch nicht, ne? Ein Traum, der nur wenige Sekunden vor dem Aufwachen durch den Flug einer Biene um einen Granatapfel entsteht, ist nur noch eine Erinnerung. Ich hoffe, du kannst diese Affront wieder gut machen. Was will die Tochter eines psychedelischen Stierkämpfers von mir? Okay, verwirrt. Ich verstehe nicht. Mein Name ist Lucy und ich möchte... Lucia, ich glaube, sowas habe ich mal gemalt. Vielleicht ein Porträt. Vielleicht hat er das Porträt gemalt, was da hinten zu sehen war schon. Ich weiß nicht. Ich suche nur nach den Knöpfen für das Gerät, damit ich die Zeit zurückdrehen kann. Wissen Sie, wo die sind? Ich bin mir dessen bewusst. Mein Name ist Dali. Maestro, Salvador, Domiji, Walibi, was es auch immer da steht. Jaisin Dal. Ist das ein langer Name? Oder irgendwas anderes? Ich befehle dir, mir eine Giraffe zu bringen. Was will ein Kopf mit einer Giraffe? Ich sage erst wieder etwas, wenn ich eine sehe. Dieser Mann scheint verrückt zu sein. Wo finde ich hier eine Giraffe? Ja, wo ist hier? Aber das Bild ist ja hier. Wir können jetzt das Bild zu Ende malen. Ist auch Schmelzkäseuhren, sind das. Ja, sind ganz wichtig. Aber jetzt machen wir erstmal das Bild. Wir haben ja hier getrocknete Farbe und Pinsel. Getrocknet. Ist ja auch doof. Ich habe jetzt ehrlich gedacht, wir malen hier eine Giraffe einfach. Aber die Farbe ist getrocknet. Ich kann nicht mehr... Press den Apfel da rein jetzt einfach. Mensch, ich bin ja heute schlau wie ein Fuchs unterwegs da. Wie ein Fuchse. So, da ist jetzt die Giraffe. So. Oh, wenn die von da hinten sehen kann, das ist mir... Das ist ja nicht mein Bier, ne? Also... Der Kopf hat die Beine überholt. Der Körper lebt sein eigenes Leben. Wo sind die Pfoten? Wo ist die Giraffe? Wahrer Surrealismus. Wahrer da. Was denn hier? Was denn noch schon wieder? Mag er die Giraffe nicht? Der Kopf hat die Beine überholt. Hä? Ich guck mir das Bild nochmal an jetzt. Wie, der Kopf hat die Beine überhoben. Wie soll das funktionieren überhaupt? Oh. Warum ist sie lebendig geworden? Was? Sie hat einen Apfel gegessen, aber sie ist immer noch misstrauisch. Wir haben noch eine Menge Äpfel mehr. Warte. Warte. Wo sind die Äpfel? Äpfel. Oh. Hallo? Kommst du jetzt aus dem Bild wieder raus? Ah, kleine Giraffe. Okay. Wo sind, waren hier nicht Äpfel gerade? Wo sind die? Mysteriös. Jetzt sind die Äpfel da. Und die Giraffe. Gutes Zeichen, guter Apfel. So.
Jetzt gib mir den Apfel. Wir brauchen... Und wo ist jetzt das Problem? Der Kopf hat die Beine überholt, der Körper lebt sein eigenes Leben. Ist ja richtig, wo sind die Pfoten? Wo ist die Giraffe? Wahrer Surrealismus, wahrer Dall. What? Okay, dann machen wir den mal kleiner. Soll ich die noch rübertragen erst vielleicht? Ich mache die Giraffe vielleicht mal kleiner ein Stück. Ich mache sie mal kleiner. Vielleicht ist das Vertrauen, keine Ahnung. Denn besser. Ich gehe mal auf Giraffe hier wieder. So, Giraffe ist klein. Hier ist die Giraffe jetzt. Sehr gut. Ist nur ein Gemälde. Okay, alles klar. Aber sie lebt doch schon, oder nicht? Sie hat den Apfel gegessen, sie sieht glücklich aus, okay? Okay, sie hat den Apfel gegessen und ist jetzt glücklich. Jetzt mache ich sie größer. Das war tatsächlich auch. Oh, sie folgt jetzt. Jetzt haben wir es. Oh, put, 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 put. Ja, fein. Ja, bitte du eine feine Grafin. Ja, komm. Komm jetzt rüber hier. Trau dich. Die Brücke hält dich definitiv aus. Die ist nur aus Holz, aber die hält dich aus. Und jetzt friss ihn das Gehirn auf. Nee, ist ja eine liebe Giraffe, ne? Also, sie tötet bestimmt keine schmelzenden Köpfe. Es kam endlich, mein Baby, meine mystische Kreatur der Apokalypse. Was? Was? Herr Dall, wissen Sie etwas über die... Das ist die Giraffe. Wie kann denn das Ding irgendwas mit einer Apokalypse zu tun haben? Egal. So, es gibt viele Antworten in den Kammern des Bewusstseins. Dall sah den Uhrenmacher des Lichts. Diese Knöpfe verstecken er hier und da in den Wüsten der Zeit. Dieser Knopf war in der Nähe versteckt, bei dem Aufzug, den der Uhrmacher ebenfalls zerstört hat. Der Uhrmacher hat das Gerät zerstört und die Knöpfe versteckt? Ich kann es nicht glauben. Und kannst du glauben, dass mein Schnurrbart wie ein paar Antennen wirkt? Ich kann dank ihnen Flüssigkeiten sammeln. Das möchte ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen gerade. Danke. So. Was? Danke für Ihre Hilfe. Ja, ist klar, gut. So, wir haben jetzt den Schnurrbart-Button bekommen. Mensch, ist das komisch. Da drücke ich jetzt drauf. Giraffe weg. Giraffe. Giraffe. Okay, tot. Schnurrbart-Button. Mein lieber Herr Gesangsverein. Vielleicht bringt das jetzt hier irgendwas hier vorne. Ah, Fahrstuhl. So, Fahrstuhl, Mikimi Etage. Fahren wir jetzt. Wir machen. Nulle Etage. Erste Etage. Zweite oder dritte? Ich fahre in die nullte Etage. Das müsste der Helle sein, oder? Oh, ist das so? Null. Null, null. Edda! Nichts passierte. Okay. Erste Etage. Erste Etage. So. Ich drücke hier jetzt und tick, tack. Tack, tack, tack.
denn Play oder nicht? Also hör mal auf jetzt. Stell ihn da noch drauf. Okay. Aha! Die Etage gibt es. Ja. Habt ihr es gesehen? Da war gerade ein Gespenst bei mir. Das ist hier durchs Bild gelaufen. Habt ihr das hier? Also, könnt ihr es auch sehen? Der ist hier schon seit mehreren Tagen. Ich glaube, ich fange an zu halluzinieren. Also, ihr könnt ja mal gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr den auch sehen könnt oder ob ich nur halluziniere. Mysteriös, der war einfach da. Habe ich hier nicht reingelassen und so, aber manchmal ist das so, ne? So, wir brauchen noch einen Button, brauchen wir auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir zum Uhrenmacher. Ach, guck mal einmal da an, das Bild von Michael Jackson, ne? Das ist ja eigentlich... Da gehe ich jetzt mal hin. Nur mal so, um zu gucken. Achso, ja. Baum, Baum, Baum. Baum? Nee, falscher Baum. Falscher Baum. So, Baum. Ah, Baum. So. Da ist ein Apfel oben. So. Baum, 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 Baum. Okay, okay. Okay. Irgendwie passt das nicht. Ich guck mal ins Tagebuch einmal. Der Alzheimer schon wieder, deswegen, ne? So. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt überhaupt. So war's halt. Ist das jetzt so wie das ist? Nee. Warum macht er beide? Der soll einen machen. Meine Güte. Der will mich doch ärgern gerade, oder was? Ich muss es anders machen, und zwar... So. Na. Ah. Ich weiß nicht, warum er immer beide macht. Ah, so. Der muss... Ich glaube, der muss unten bleiben. Thank you.
Okay, alles klar, vielleicht war das einfach nur so auch. Halten wir uns nicht mit Nebensächlichkeiten auf. So. Das sind ja jetzt aktuell kaum noch großartige Informationen, sehe ich gerade. Okay. Ich glaube, der Radiergummi ist kaputt. Okay, jetzt gehe ich mal da oben hin. Was bringt mir dieser Schnurrbart-Button überhaupt hier? Hoppala, das wollte ich nicht. Weiter. Ganz komisch, habe ich denn schon alles aufgedeckt jetzt? Okay. Uhrmacher, du hast mich angelogen. Du hast das Gerät beschädigt und die ganzen Knöpfe versteckt. Woher weißt du? Ah, Dell. Er kann einfach nicht ruhig sein. Aber warum? Ich dachte, du willst mir helfen. Und das habe ich getan. Du kannst nicht mit der Zeit rumspielen. Du wirst... Du wirst nur Trauer und Leid finden. Schau dir dieses Land an. Nie hört jemand auf mich. Ich dachte, dieses Mal wäre es anders. Bitte gib auf, Kind. Lass mich in Ruhe. Eine alte, fiese Socke also, okay? Ich kann nicht, Uhrmacher. Ich muss meiner Mutter helfen. Egal, wie. Der Traumdeuter sagte, du bist meine einzige Hoffnung. Noch ein Dumpfkopf. Der Uhrmacher. Nimm, was du willst und geh. Ich komm nicht zurück. Kriegen wir jetzt den letzten Knopf vielleicht? Danke, Uhrmacher. So, der letzte Knopf, da ist er. Und Button. Ich drück drauf. Ah, coole Sache. Wir sind weiter. Kann man da rein? Nee, kann man nicht. Was ist das? Errungenschaft. Das sind Mama und Papa. Sie sind zusammen. Ich wusste, ich schaffe es. Diesmal hatte der Uhrmacher Unrecht. Kommt bestimmt noch später. Kommt bestimmt noch. Da kann man bestimmt nicht reingehen, oder? Traumweltsequenz. Aktiviert. Hallo, meine Eltern, bei einem Spaziergang. Mama sieht so glücklich aus. Also eigentlich sieht ihr eher, ich kann die Mimik gar nicht erkennen eigentlich, also um genau zu sein. Haben wir es jetzt wirklich geschafft? Ist alles gut, aber es gibt viele Fragen, die noch nicht beantwortet sind. Und das bin ich, wir sind alle so glücklich. Und da ist ein Schmetterling, wie es aussieht, oder? Es hat ein Schmetterling, ja. Oh, ein Schmetterling, ich habe dich vermisst. Da ist der Regenschirm. Was macht Papas Regenschirm hier so allein? Papa, du hast mich gerettet, aber du, Papa... Okay. Mama ist wieder allein. Da ist kein Papa. Nichts hat sich geändert, aber warum? Ich gehe mal ganz stark davon aus... dass sie damals gehen konnte, normal gehen konnte, so gesehen. Und durch einen Autounfall ist sie halt querschnittsgelähmt. Und der Vater ist dabei gestorben, weil er sein Kind retten wollte. Das ist jetzt sehr eindeutig. Und deswegen ist die Mutti und das Kind jetzt alleine. Und ja. Es fragt mich immer noch so gesehen, was der Therapeut möchte. Oder die Mutter, wollen sie immer sagen, so, ja, es wird bald zu Ende sein, bald ist alles vorbei, mein Liebling, und so weiter und so fort. Deswegen bin ich noch ein bisschen skeptisch. Da steckt bestimmt mehr dahinter noch. Oh. Ich glaube, da war der Uhrenmacher mal drin. Oh, das sieht alles so kaputt aus hier.
Ich schätze, der Uhrmacher hatte recht. Gut, der Uhrmacher hat immer recht. So wie der Hutmacher, der hat auch immer recht. Alles ist zusammengebrochen. Keine Mama, kein Papa. Was jetzt? Das Gerät haben wir auch nicht mehr. Das war schlecht. Ups. Jetzt kommt nur noch die Dunkelheit. Nur noch schwarze Dunkelheit. Ich kann nichts sehen. Nur Dunkelheit. Bin ich tot? Sieht so die Hölle aus? Das kann doch nicht das Ende sein, oder? War nicht dunkel hier. Okay. Wir sitzen wieder im Rollstuhl. Das muss ein Albtraum sein. Bin ich tot? Werde ich hier für immer bleiben? Sieht aus wie das Zimmer und auch... Okay, da ist unser Zimmer, die Hälfte von unserem Zimmer so gesehen und die Hälfte von der Küche. Die Schublade ist verschlossen, aber hier haben wir hier eine Lampenschnur, alles klar. Die Lampenschnur, die können wir ja mal ranmachen, ne? Ups. Habt ihr nicht das gemacht, was wir sehen? Okay. Aber wir können jetzt wieder gehen. Es ist ein Wunder. Oh, so, wir liegen da am Bett hier. Ich weiß nicht, ob es richtig war, den Vertrag zu unterschreiben. Ich glaube nicht. Der wirkt zwar gutmütig, aber ich glaube nicht. Lucy. Es war bestimmt ein Vertrag mit dem Teufel. Also ich... Bisschen komisch. Glühbirne haben wir dabei. Keine Glühbirne. Okay, wenn ich jetzt da reinmache. Oh, geil, so. Ich lasse das Licht einfach mal an, würde ich sagen. So. So, ich werde mal die Kamera einmal fix resetten. Ah, warum muss die Kamera immer ein Blitzdings machen, wenn ich die anschalte? Ah, geht voll ins Auge. So. Ich kenne den. Das ist der Schlüssel für die Schublade. Okay, der Schlüssel für die Schublade. Okay, der Schlüssel... Hallo? Da wollte ich vielleicht noch weitergehen. Okay, gut. Schon okay. Oh, der Freund, der Mond. Mein Freund, der Mond, ist auch da. Türknauf. Kommt der? Das kann mich schon wieder nicht gehen. Ich glaube, wir sind hier ein bisschen verkehrt. Mal die Buntstifte verbrennen. Ich mach jetzt ein Fenster hier raus. Kein Fenster? Okay, alles klar. Ich dachte, wir können so ein Fenster malen und dann sind wir draußen, ne? So. Gut, das wird schon mal nichts. Hm. Der Mond ist auch nicht mehr da. Schlecht. Kann ich hier mit dem Buntstift was malen? Ich dachte, sie malt sich jetzt einen Weg so. Hier wird eine Treppe so gemalt oder so. Ups. Okay. Der Ofen ist der. Dann schmeiß mir den Vertrag jetzt da rein. Die Flamme ist nicht groß genug. Dann schmeiß die Buntstifte da rein. Okay, gut. Kann die abnehmen, die Bilder? Dann sagt doch gleich. So. Ich schmeiß den Vertrag rein. Wir verbrennen ihn jetzt. Jetzt. Ich muss den Vertrag verbrennen. Vielleicht kann ich dieser Hölle entkommen. Oder auch nicht. Ah, okay. Wir können jetzt gehen.
Oh, hallo, die kennen wir auch. Teddy, du bist noch hier? Ja, er wartet auf dich den ganzen Tag. So, Krug. So, ah, okay, Wasserkrug, okay. Ich glaube, die ist abgeschalten, okay. Wollen wir sie mal anmalen? Wer schläft, wird angemalt, oder nicht? Wozu die Buntstifte? Das ist ja eine sehr gute Frage. Wasserkrug. Habe ich das nicht gerade schon probiert eigentlich? Ich war nicht dicht genug dran vorher. Okay, mein Fehler. So, dann ist nämlich hier das Auge drin vom Vertrag, nämlich. Ist, ah, okay, alles klar, das ist das Auge vom Vertrag. So, das Glasauge des Schreckens, so ungefähr. So. Und daraus füge ich jetzt hier rein, würde ich sagen. Mann, mach das jetzt. Nein, nicht da rein. So. Oh, da ist er ja schon. Slenderman, sein böser Stiefbruder, so ungefähr. Oder lieber, oder ich weiß noch nicht genau. Traumdeuter, hast du das Biest gesehen? Was ist das? Was hast du mit mir gemacht? Hilfe bitte! Hm, das ist das sogenannte Astrallarva. Astrallarva? Ja, eine Art Dämon. Es ernährt sich von Furcht, Wut, jedem anderen negativen menschlichen Gefühl. Sie sind nicht sehr freundlich. Das Schlimmste ist, das hatte ich als Opfer gewählt, kleine Lucy. Aber wir haben den Vertrag doch verbrannt jetzt. Ist er nicht böse irgendwie auf uns? Oder sagt er einfach, jo, läuft schon. Oder passt so. Was soll ich jetzt machen? Ich plane die Flucht. Mein Rat an dich ist, dass du dasselbe tust. Auf Wiedersehen. Danke. Tolle Info. Schön. Einfach so, verpufft. Ich kann es nicht glauben. Er hat mich zurückgelassen. Warum habe ich ihn getraut? Aber wir haben immer noch Buntstifte dabei. Die sind für noch sehr wichtig nachher. Oder auch nicht. Weiß ich nicht genau. Das sieht ja komisch aus. Da ist ein Auge. Das ist ein bisschen creepy. Was ist das? Leber. Die Raupe Nimmersaat ist weg. Das war komisch. So, ja. Hallo? Ist das der Dämon? Können Sie bitte gehen? Oh, die fiese Socke allerdings auch, ne? Aber hier ist ein Hebel. Hebel sind immer gut. Hebel sind immer gut. Was ist denn das hier? Kann der mich auffressen? Die Larva wartet drauf, mich anzugreifen. Ich habe Angst. Okay, ja. Wozu mache ich das jetzt überhaupt gerade? Was soll denn das hier sein überhaupt? Jetzt habe ich, glaube ich, eine Idee. So. Ah, okay, ja.
Jetzt geht gar nichts mehr an, okay? Das ist mir gerade irgendwie zu tricky, irgendwie das Ganze. Zeig doch mal her hier. Ist so blöd, hä? Das weiß ich auch. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen gerade. Ne. Aber ich drücke darauf, dann hole ich einen rüber. Der das. So, der das. Dann das. Vielleicht auch so. Nee, alles Käse irgendwie gerade. Vielleicht. Ich mach mal so. 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 Irgendwie geil das nicht. Ich muss ja die irgendwie da rüber holen. Die drei Stück sollen da jetzt rüber. Dieses Knurren dieser Made ist echt berauschend und ziemlich beruhigend, muss ich schon sagen. Meine Güte, sie knurrt so schön wie eine Katze so. Aber trotzdem, wie soll das jetzt gehen? Geht ja nicht so weit. Okay, so.
Okay, das war schon mal gut. Okay, alles klar. So, okay. Das. Zu viel, ne? Ja, es war einer zu viel, war das. Das. Der kommt rüber. Da. Ne, jetzt habe ich schon wieder Faden verloren gerade. Das ist gerade echt tricky ein bisschen. Gibt es dafür noch einen Plan? Okay, ja. Dann die 5 und die 6. Also kann ich noch nicht, okay. Na gut, so weit war ich ja vorhin auch schon. Das bringt mir ja noch. Den habe ich ja noch nicht mal. Da habe ich ja nur einen drüben bis jetzt. Tut mir leid, also komme ich irgendwie nicht drauf klar. Komme ich nicht drauf klar. Das ist ja... Okay. Ach, jetzt hat er wieder einen Einzigen gemacht. Okay. Macht er da irgendwas? Er macht nichts. Okay, toll. Danke für die Information und so weiter. So, also, nochmal. Schwarze Seite, ne? Da. So, also, erst... 1, dann die 2 und die 3, dann 4, dann die 5 und die 6. Dann habe ich es ja so erstmal. So. Dann müsste ja eigentlich der Button, müsste ja rüber. Auf jeden Fall. So, der Button müsste ja rüber. So. Jetzt müsste ja der Button wieder darüber. Jetzt. Genial, so. Okay, alles klar. War wirklich gerade ein bisschen tricky, muss ich sagen. Er ist immer noch da. Schnell, los. Schnell, Lucy. Schnell. Ich höre den Brummkäfer schon wieder kommen. Rosa, das Monster kommt durch den Tunnel. Aus dem ich kann. Die Zeit läuft weg. Ich muss etwas tun. Stas bewegt sich nicht. Stas bewegt sich auch nicht. Stas Eier sind hier. Okay, alles klar. Keine Ahnung, mal irgendwas. Metallstange. Sehr gut. Läuft. So, ist das vielleicht. Das Monster hat die Tür getroffen. Das wird. Okay. Ja. Wir müssen schnell weg auf jeden Fall. Die Frage ist es vielleicht das Monster, was in diese
Reagenzgläsern Wasser drin war. Es ist vielleicht das Monster, was da ausgebrochen ist, weil ein Reagenzglas war ja... Da war ja was ausgebrochen. Deswegen ist das die Frage. Wenn ja, dann muss es ja der Psychiater entwickelt haben, sowas in der Art. So, haben wir... Schon komisch. Da! Geh weg! Ich habe so viel Angst, ich komme nicht raus. Nicht fressen, bitte. Ich bin unappetitlich. Ich schmecke nicht wirklich gut. Ah, okay. Cool, 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 cool. That's a magic. Okay, alles klar, wir müssen ihn irgendwie jetzt weglocken. Aber die Frage ist, wie? Wir haben ja bloß noch... Filzstifte haben wir bloß noch. Das funktioniert. So, wir hauen die jetzt da rein. Ja, pass auf. Das funktioniert. Habe ich irgendwas dabei? Nö, ne? Kann das Ding bloß an- oder ausmachen? Das ist gerade ein bisschen komisch, oder? Bombe oder was? Wohin die? Habe ich ja gar nicht. Ach hier, Granatäpfel, ein grünes Ei ist das. Ah. Ab zum Glück habe ich meine Brille heute nicht auf, sonst hätte ich das vorher schon gesehen. Das ist die schlechte Brille, die ich auf habe, deswegen ich sehe das nicht so gut. Ganz sachte. Dass er von dem Gestank des grünen Eis nicht umkippt, ne? Vielleicht sollten wir nächstes Mal ein tausendjähriges Ei nehmen. Vielleicht ist es denn besser. So, los ich jetzt aber schnell weg hier. Links oder rechts, links oder rechts. Das ist kein Weg, okay. Los, Lucy! Krieg schneller! Freiheit! Woo. Das ist ein Auge. Ne, einfach mal mit die Linse. Vielleicht für später. Achso, die ist ja runtergefallen bestimmt. Ah, okay, gut. Ja, keine Ahnung. Eine Augenlinse. Warum auch nicht, ne? Oh, Schüttelfrost. Die kann man immer wieder mal gebrauchen. Dass das nicht komisch aussieht alles. Was ist das denn hier? Aha. Wir hatten hier Tetris ausgegraben, vor allen Dingen. Was ist das? Wen soll er damit treffen überhaupt? Aha. Okay. Okay. Woher soll ich jetzt wissen, was hier die richtigen Knöpfe sind? Hä? Lucy, so, du nimmst dir jetzt einmal so ein Buntstift und rammst das in irgendein Auge rein. Einfach mal gucken, was passiert. So wie John Wick zum Beispiel. Der macht das auch, lieben gerne. Sein Hauptberuf. Stifte anspitzen macht er auch gerne.
Und ich mache, weiß auch nicht, aber es kommt hier gerade nicht weiter. Hey! Also, hallo erstmal, aber das ist komisch. Soll ich irgendein Auge damit treffen vielleicht? Oh, probieren wir aus, ne? War ja schon nah genug dran fast, so. Jo, ne? Mit ein bisschen mehr Schmack ist, das heißt, wir müssen die Stufe erhöhen hier. Klebt, aber war nicht das Auge. So, das heißt, wir müssen ein Stück weiter runter. Ein Stück weiter zurück. Ein Stück weiter vor. Jetzt Feuer. Das hat nicht funktioniert, okay? Müssen die Geschwindigkeit erhöhen. So aussieht. Ah, okay, verbarrikadieren, damit das Auge uns nicht sieht. Das habe ich jetzt verstanden. Vielleicht reicht das so jetzt auch schon. Bin mal das andere Auge jetzt. So. Das ist ja wohl nicht nah genug. So. Ah, oh, viel zu weit weg, Mensch. Wo schießt du denn hin? Hallo? Das ist doch wohl nicht wahr. Warum bleibt das nicht dran kleben? Das ist viel zu niedrig. Ah. Was ist denn hier los? Sehr dubios, sehr dubios. Okay. Vielleicht zu vielleicht ein bisschen zu viel Spackes oder so, weiß ich ja nicht. Okay, also das ist die Höhe auf jeden Fall. Gut. So, das ist die Höhe. Machen wir so hoch wie möglich halt. So. Das ist die Richtung und wie viel Schmack ist, okay? Das prallt immer wieder ab. Irgendwas läuft da verkehrt. Doch, hat sie auch dran geklebt, oder nicht? Vielleicht da mal ein bisschen runter machen. Ey, guck mal ins Tagebuch. Irgendwas ist doch hier verkehrt. So. Hinweis. Ja. Gibt's noch mehr Schmackes hier? Noch mehr Schmackes. Ah, okay. Ich bin zu dicht dran, ne? Okay. Immer noch zu dicht. Jetzt, okay, gut, okay, so. Das nachher, was bringt, ist die zweite Frage. So. Okay, aber ja. Okay.
Es verdeckt ja so gesehen nicht das Auge oder die Pupille. Das ist gerade das, was ich ein bisschen tricky finde. Klebt nicht. Das klebt einfach nicht so. Ich wäre verrückt so. Also die Höhe ist ja schon okay. Also die Höhe ist okay. Mal die Kamera resetten einmal. So, gleich wieder geblitzt worden, toll. Was klebt denn nur da fest? Ja, was kann ja nicht an die Geschwindigkeit liegen, oder? Ich muss ja schon Geschwindigkeit drauf haben, sonst bringt es ja nichts. Ah, okay, wir sind schon dicht dran, okay. Wird nicht besser. So. Okay, noch ein Stückchen tiefer. Jetzt! Okay, das war der erste. So, jetzt machen wir Kehrtwendung einmal. Also. Da geht ja schon mal besser. So, wir haben bloß zu viel Geschwindigkeit drauf. Sehr gut. Grandios, wie ich das mache heute. Grandios, spektakulär, du. Meine Güte, wie ein junger Magier, so ungefähr. Wer ist er hier? Sieht aus, erinnert mich ein bisschen an... an Alien, wie heißt das? Wie heißt denn der Film jetzt? Verdammt, jetzt komme ich nicht wirklich drauf. Wie heißt denn der Film? Der Film mit dem Alien, die Vorgeschichte... Prometheus! Prometheus, brauche ich gleich googeln. Prometheus, da war doch auch so eine Szene, oder? Was guckt der hier so? Vielleicht klebe ich mal die Linse vorne drauf hier. Das funktioniert, Lucy. Du musst einfach nur wollen. Oder wartet. Nee, geht auch nicht. Ah, jetzt geht's, okay. Komm schon. Ja, ich kann jetzt hier die Linse raufmachen. Aber es geht trotzdem nicht. Sag ich ja, das muss funktionieren einfach. Ich habe immer noch die Buntstümpfe. Was soll ich mit dem Buntstümpf noch? Soll ich mich selber anmalen? Ich weiß nicht, was damit zu tun ist. Aber das ist bestimmt eine wichtige Rolle nachher später noch. So. Was ist das? Ich soll jetzt hier bestimmt irgendwas sehen gleich. Das ist die Milchstraße, wie es aussieht. Okay, der große Wagen, aha. Hier
Die Frage ist jetzt eher für mich gerade, was suche ich? Ich sehe hier Sternzeichen. Und das Wasser. Jetzt drücke ich nochmal laden auf einmal. Und dann passiert einfach nichts. Okay, gut. Muss schon so gemacht werden. Okay. Sternzeichen würde ich sagen, ne? So, ja. Das mal relevant sein wird vielleicht. Aber hier irgendwie, großer Wagen, kleiner Wagen. Wieso kann ich das abschrauben? Das macht ja gerade keinen Sinn irgendwie. Jetzt ist sie wieder fest. Hä? Aber die Frage ist jetzt, warum? Schade, im Tagebuch steht auch nichts weiter drin, ne? Deswegen gerade ein bisschen komisch. Soll ich hier irgendwas sehen jetzt oder ich weiß gar nicht? Keine Ahnung. Keine Ahnung, muss ich ehrlich zugeben gerade. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Das ist ja gerade alles ein bisschen komisch. So. Das ist zwar nicht die Norm so gesehen, aber ich muss das trotzdem mal nachgucken einmal. Weil irgendwie ist da was voll komisch.
Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. So. Jetzt, ich muss mal kurz recherchieren einmal. Also man merkt hier schon wieder, hey, Point-and-Click-Adventure, das ist wirklich so meine Welt, wie sich das gehört. So, das war ja ganz cool, einmal. Das kann aber nicht mehr sein. Sterne sind jetzt. Okay, warte mal kurz. Die Sterne. Da, runter. Der leuchtet ja ziemlich hell, der Stern. Ist aber nicht zu sehen, okay. Hops, da da. Nichts zu sehen, okay. Aha, so ist das also. Aha. Das ist von dem Turm des Uhrenmachers, okay. Okay, so ist das also. Ha, 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 ha. Okay, da ist aber wiederum nichts. Oh, nein. Und hier oben war ja noch ein Stern. Und das ist auf jeden Fall... Hier habe ich was gefunden, okay. Das ist jetzt grün markiert, okay. Da ist nichts. Da ist auch nichts, okay. Das sind bloß kleine Sterne. Hier hinten war doch noch so ein komischer Stern mit so einem X. Also so ein... Ah, so ein... Ne, zu weit. Ja, da wollte ich nochmal gucken einmal. Ihr wisst ja, das X markiert die Stelle in dem Sinne. Nichts. Okay, gut. Hat ja sein können. Hier neben ist auch noch einer, der so leuchtet. Ah, der Mond. Alles klar, das ist der Mond. Und er schläft, okay. Mach ich ihn an. Der schläft angemalt, würde ich sagen, ne? Okay, gut. So, aber okay, da ist der Mond. Ich kenne diesen Ort nicht. Vielleicht finde ich dort Schutz, okay? Wie wollen du da hinkommen? Was ist das da? Okay, das ist der Planet des Traumdeuters. Darauf muss man auch erstmal wieder kommen hier. Also. Nichts zu sehen, okay. Da war das, okay. Da war das. Hm.
Okay, es muss auf jeden Fall irgendwas zu tun haben mit der Milchstraße. Deswegen werde ich hier mal reinzoomen einmal. Und die sind ja, wenn dann, irgendwie alle miteinander verbunden. Das heißt... Ne, irgendwie nichts zu sehen, aber jetzt will ich mal kurz gucken, ne? Kann man das hier abmachen? Das ist ein bisschen tricky, ist das. Das ist ein bisschen tricky, da komme ich nicht dahinter. Ist ja... What the fuck? Ich doch schon drauf, oder nicht? Ich glaube, ich bin doof. Ich will darauf jetzt keine Antwort haben, aber... Da war ich noch nicht drauf, das ist ja offensichtlich. Nee, da war ich noch nicht drauf gerade. So offensichtlich, dass ich da nicht drauf gedrückt habe, warum auch immer. Jo, Vaters schwebt da vorne. Okay, das ist jetzt, ja. Das war jetzt gerade so offensichtlich, dass ich da nicht raufgedrückt habe. Ich, keine Ahnung, wie ich darauf nicht gekommen bin gerade. Es ist, ich war so lange arbeiten heute. Heute bestimmt, ich gebe einfach die Arbeit die Schuld. Das ist eine gute Idee. Ich muss Urlaub nehmen, Freizeit oder so. Oh. Es ist ausgebrochen. Verdammt. Kein gutes Zeichen. Okay, jetzt schnell den Regenschirm holen und dann bestimmt so wegfliegen. Flieg, flieg! Okay, oder doch nicht? Vielleicht hier rüberfliegen jetzt. Okay. Also, nichts mit Fliegen. Okay, gut. Ja, ist auch okay. Aber die Schleimspur, die geht. Achso, die geht da rein. Okay. Da sei, ich habe gewusst. Erster.
Los, los, Ifri! Und der Gleite. Das war jetzt, glaube ich, nicht so geplant, oder? Bis genau da gelandet wurde. Madest. Okay. So, sie hat uns aufgefressen. Okay, was ist das? Was ist passiert? Wo bin ich? Sieht aus wie ein schwarzes Herz. Kann man jetzt bunt malen hier. Diese Pose sind schrecklich. Dann mal die bunt. Tada! Jetzt können wir die Stifte benutzen. Jawoll. Wir müssen alle schön malen. Was ist das hier? Vor allem steht immer noch, die Posen sind schrecklich. Schon dreimal übergemalt und irgendwie passiert immer noch nichts, okay? Nur, aber wir haben ja schon mal Papier. Jetzt ist es ein böses Herz. So. Wunderbar. Die Mord ist tot. So. Der böse Fluch ist gebrochen und wir konnten endlich unseren Frieden finden. Was ist das hier? Okay, sieht aus wie ein... Ah, der Traumdeuter. Moinsen. Lucy, Lucy, ich wusste, du machst das gut. Ausgezeichnet. Ich traue dir nicht mehr, Traumdeuter. Lass mich in Ruhe. Lucy, mein Kind, du verstehst es nicht. Alles läuft nach Plan. Läuft nach Plan? War das Monster geplant? Das Lava? Nicht wirklich. Aber du solltest dich deinen Ängsten stellen. Ja, je weniger Angst du hast, desto schwächer wurde der Dämon. Und dann, puff, war er nicht mehr. Das war von Anfang an der Plan. Das hat nicht geholfen, Traumdeuter. Nichts hat sich geändert. Ich bin hier allein. Siehst du das nicht? Siehe es. Junge Lucy, deshalb bin ich hier. Bin ich hier? Schwieriges Deutsch heute. Du hast so lange gewartet und jetzt wird alles klar werden. Besteige das Schiff des Katastrophen und finde die Babel. Du hast sie schon im Himmel gesehen. Deine Reise ist fast vorbei. Ich dachte, die Reise wäre schon vorbei. Ah, toll. Ja, aber habe ich eine Wahl? Ja, machen wir. Kriegen wir hin, ja. Letzte Aufgabe hier. Ich bin already, Alter. Das sieht aus wie unser Vorgarten. Ihr habt einen Vorgarten? Lucy, meine Güte. Ein interessantes Bild. Wo ist der denn? Moin Meister, du bist spät. Wer, ich? Das Bild kommt mir bekannt vor, aber ohne Brille und ohne Serette auf jeden Fall. Ja, wir haben auf dich gewartet, Lucy. Ich wollte schon schließen, aber mir wurde gesagt, dass du auf dem Weg bist. Sie müssen mir Überstunden zahlen. Der Boss selbst, du musst sehr wichtig sein. Okay, welcher Boss denn? Wo bin ich? In Babel Falvelas. Willkommen, ich bin... Erzengel Lenon, ich würde gerne plaudern, aber meine Schicht ist fast rum. Ich gehe, treffe den Bus, sein Büro, lass ihn nicht warten. Okay. Ist klar. Muss das hier so aussehen, oder? Was ist das? Thank you.
Lucy, ich habe auf dich gewartet. Ich dachte schon, du kommst. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Ja, ich bin nicht der Beste. Also. Bist du der Boss, von dem Leon erzählt hatte? Jo, der bin ich. Das ist nicht die Frage, die du wirklich stellen willst. Wer ich bin, ist nicht wichtig, sondern das Ziel deiner Reise. Sag mir, das wird mit meinem Vater geschehen. Ich hatte ihn fast zurück. Ich war so nah dran und ich habe versagt. Dein Vater musste gehen, es tut mir leid. Aber der Uhrmacher des Lichts hatte recht. Du kannst die Zeit nicht zurückdrehen, aber du kannst eine bessere Zukunft erschaffen. Also, heißt also gesehen, Vater ist natürlich soweit gestorben, weil er Lucy retten wollte. Und, ja klar, man kann ja keinen zurückholen aus dem Totenreich so ungefähr. Das wird leider nichts. Das ist es nicht, was ich hören wollte. Du hast bewiesen, dass du dich deinen Ängsten stellen kannst. Ich weiß, dass du das Gleiche mit deiner Angst machen musst. Einen geliebten Menschen verloren zu haben, Furcht erzeugt Dämonen. Und das ist diesmal nicht anders. Sprichst du von meiner Mutter? Kann ich zumindest ihr helfen? Vielleicht hat die Mutter den Dämonen erschaffen. Okay, Lucy, du warst so besorgt, dass du fast dich selbst vergessen hast. Komm näher. Ich darf näher kommen. Hallöchen? Oh, kommt etwas auf uns zu? Hexe. Ich wollte gerade sagen, es ist Gott. Nein, es ist mein Rollstuhl. Okay, ein bisschen tricky gerade. Ein bisschen tricky. Wird hier beobachtet, er ist immer noch da. Der Geist ist immer noch hier. Ihr könnt ihn zwar nicht sehen, aber er ist da. Das ist mein Zimmer. Aber es ist anders. Es ist so hübsch. Okay. Jo, Mutti hat renoviert, würde ich sagen, ne? Ich glaube, ihr geht's wieder besser. So. Und das ist Mama. Sie sieht aus, als wäre sie von ihrer Krankheit geheilt. Du betrachtest die Welt mit anderen Augen, wenn dein Blick nicht durch Angst verschleiert ist. Okay. Ich glaube, ich verstehe jetzt. Bin ich diejenige, die Hilfe braucht? Okay, alles klar. Okay. Das heißt, Lucy war vielleicht depressiv und deswegen war das auch alles so grau die ganze Zeit. Und musste halt zum Onkel Doktor zum Beispiel. Du bist schlau und stark. Deine Mutter vermisst dich wirklich. Geh und triff sie, mein Kind. Lucy, Liebling. Ich hab dich so lange nicht lächeln sehen. Okay. Da muss ich gleich nochmal die Kamera resetten, voll auf der Schreck. So. Mama, ich bin zurück. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Lucy. Wir werden mit unserem Problem fertig. Keine Angst. Ich habe keine Angst mehr. Mama, alles kommt in Ordnung. Okay. Der Vertrag, der war doch verbrannt eigentlich. Okay. Okay, und der Vertrag muss eingehalten werden. Sie hat es unterschrieben. Was, das war's jetzt? Kein Abspann hier oder so? Hallo? Also, wie bitte, jetzt, was? Wie ehrlich jetzt? Hä? Du dich auf Fortsetzen? Passiert nichts. Was los? Da fehlt irgendwie was, würde ich sagen. Level wählen. Das war das letzte Level, war das. Wartet kurz. Es kommt kein Abspann. Was ist denn hier los? Das ist das merkwürdigste Ende, was ich je gesehen habe bis jetzt. Ich bin gerade wirklich skeptisch. Boah. Werbung, Alter. Du.
Okay, 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 ja. Es passiert hier nichts mehr. Okay, alles klar. Da kommt der Vertrag reingeflogen. Ich recherchiere ganz kurz einmal. Aber das war's, wie es aussieht. Es kommt nichts mehr danach. Ich gerade ein bisschen schwach. Ich bin echt gerade ein kleines bisschen schockiert, dass einfach nichts mehr kommt. Ich dachte gerade, wenn ich aufs neue Spiel gehe, passiert irgendwas anderes jetzt, was ich nicht vorhergesehen habe. Aber nee. Das ist so, wie es ist. Gut, aber das hier ist natürlich dann verständlich. Das ist das, was wir jetzt sehen. Weil wir ja so gesehen verantwortlich sind für den Tod des Vaters zum Beispiel, sehen wir halt so, als wäre die Mutter krank wäre. Und sehen auch alles komplett in Grau die ganze Zeit, weil wir halt Angst haben. So. Also generell ist nicht die Mutter krank, sondern Lucy ist krank. Aber hier ist jetzt nichts weiter. Anweisungen, Level starten, zurück zum Hauptmenü. Da passiert nichts mehr. Das war's. So. So, das war's heute mit Lucid Dream. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ja, also von hier aus, ja, von dem Ende muss ich sagen, persönlich war ich etwas enttäuscht gewesen, muss ich ehrlich zugeben jetzt. Hatte ich mir jetzt, ja, es kam zwar zum Schluss alles raus, aber dass Lucy zwar so gesehen krank war und nicht die Mutter, aber trotzdem irgendwie, ich dachte, da kommt noch ein cooler Abspann oder irgendwas anderes halt und ja. Wie ihr auch zum Schluss gesehen habt, gab es zwar ein Happy End, aber auch nicht wirklich, weil ja der Vertrag muss ja trotzdem eingehalten werden. In dem Sinne, naja. So, das war's mit Lucid Dreams. Wie gesagt, hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, Video liken, kommentieren und rechts Abonnier-Button raufklatschen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt von mir, GimmickFan. Bleibt immer schön flauschig, gesund und vielleicht mal so als Information, was ich als nächstes spielen werde als Mega-Let's Play, was ich wohl schaffen werde, in ein Let's Play rutschen. Und zwar Final Fantasy 15, wie heißt das? Die Pocket Edition, ne? Pocket Edition Episode 1 werde ich spielen. Handy-Version, das kommt als nächstes. So. Hab ich gesagt, ja. Dann immer schön gesund bleiben, flauschig bleiben und natürlich auch ganz wichtig, bis zum nächsten Mal bei Gaming with Ben und bisher natürlich immer schön weiterzocken. Also haut rein!